Moin und willkommen im Schlaubetal. Wir fahren heute den Gravity Circle 2023. Das ist ja ein bisschen wie voriges Jahr der Orbit. 80 Kilometer ungefähr, trotzdem viele Singletrails. Sand wird ordentlich dabei sein. Ja, und die Leute sammeln sich jetzt. Start ist für 10 Uhr angesetzt. Und dann geht's in ein paar Minuten los. Ich habe auch mal. Viel Spaß, Leute! Jo, danke. Schön, euch alle zu sehen, schon so früh. Geiles Mountainbike-Training. Ja, jetzt ist ja noch die Richtung einfach. Eigentlich bin ich hier. Schön in die Sonne raus. Ist ja noch ordentlich frisch. Da tut Sonne ganz gut. Es wird eine geile Nummer heute auf jeden Fall. Ey. Ich sehe schon, ich werde heute viel Spaß an meinem 650B-Reifensatz haben, weil hier wieder sehr viel Sand und Wurzeln auf der Strecke sind. Und ich kann hier richtig gut drüber ballern mit den fetten Mountainbike-Reifen. Das ist halt schon echt mega gut. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, wie geil das hier ist. Ah, ist ja echt herrlich. Wahnsinn. Aber du musst auch höllisch aufpassen. In dem Moment, wo du dich über die Landschaft freust, ballerst du auch schon direkt über irgendeine Wurzel drüber. Und das kann kreuzgefährlich werden. Also ist eine geile Mischung aus Obacht und enjoy the landscape. Herrlich hier im Schlaubetal. Diese Trails liebe ich. Schön in der Natur, Wasser, Bäume. Fantastisch. So, eiserne Regel wieder verletzt. Hab den Lotti wieder verloren. Auf den warte ich jetzt mal. Da ist er, der Lotti. So. Mario ist noch voll im Jagdfieber. Oh, die Trails hier kann man auch richtig gut fahren. Bis dann vielleicht bald wieder ein Baum kommt. Ja.
sportlich, sportlich. Lotti, Lotti, Lotti. Schön an der Sache ist, wir haben hier unsere mobile Disco dabei. Es geht hier echt gut ab. So, jetzt wird mal gerade ein bisschen gehiked, statt gebiked. Jetzt spuckt uns die Natur gleich wieder aus. Ich glaube, wir haben nicht so richtig gut geschmeckt. Bleh. Erster Stopp an einem Biergarten. Da sammelt sich die Mannschaft. Lotti, erstes Fazit. Was sagst du zur Tour? Hammer. Schlaubetal, macht echt Spaß, die Trails zu heizen. Ich muss immer mal absteigen für die Bäume und so, aber ist top. Ist top. Und diesmal haben wir ja auch Unterstützung dabei, in Form von Elektrolyten. Ist das geil. Geil hier, meine Güte. Eigentlich müsste man mal direkt in den See reinspringen. Oh, das Fahren macht halt auch einfach zu viel Spaß. Jetzt geht's ab, weil der Lotti will jetzt, glaube ich, ins Wasser springen. Wer Skinny Dipping sagt, muss auch mindestens Finger Dipping machen. Ist aber auch schon schön warm. Ah, ist schon herrlich hier am See und im Wald. Geniale Trails. Alter, macht das Spaß, ey. Richtig geil. Hier ist genau so eine Stelle. Deswegen wir nicht immer nur Vollgas geben, sondern einfach auch mal anhalten und genießen. Das ist doch wunderbar hier. Amen, Bruder. Der Gribbelario kann nur noch zustimmen. Frösche im Duett mit dem Kuckuck. Das ist der Gribbelario. Was? Mäh. Zwischenstopp an einem Gatter. Ich stehe jetzt noch ein paar mehr Leute.
die entweder auf andere Leute noch warten oder was trinken oder einfach doch weiterfahren. Prost. Wo sind wir jetzt? Bei der Hälfte? Circa bei der Hälfte. Ja. Und letztes Jahr war ich um die Zeit schon quasi über den Berg. Aber nicht im positiven Sinne. Ja. Auf der anderen Seite sozusagen. Ja, völlig, völlig hinüber. Und heute fühlt sich das so an, als ob ich noch gar nicht angefangen habe. Also Fitness und Equipment machen dann schon auch einen großen Unterschied. Ein Jahr hartes Training. Ein Jahr hartes Training. Cool, wir haben wieder unsere Disco am Start. Das Leben hat wieder einen Sinn. Oh cool, massive Töne. I like. Ich frage mal nach, ob man sich was wünschen kann. Gibt es einen kleinen Müller bzw. eine kleine Müllerfamilie, die hier an der Wassermühle Korn mahlt. Hier ist mal eine kleine Abfahrt, mal ein klein wenig besserer Untergrund, aber nur ein klein wenig. Also man sollte hier größtenteils beide Hände am Lenker behalten. Sonst kann das schon mal sehr knifflig werden, so wie eben beinahe. Alter Falter, das ist ja auch wieder ein geiles Fleckchen. Cool, echt nice. Lotti, was sagst du zu der Tour bisher? Ich bin begeistert. B oder End? B. Ja, geht mir genauso. Meine Güte. Ja, da findet ihr wieder was richtig Tolles zusammenfällt. Ja, letztes Jahr habe ich ihn echt noch verflucht für die Strecke. Dabei war ich einfach bloß scheiße vorbereitet. Und ja, dieses Jahr sieht das ganz anders aus. Und dann kann man das auch wirklich echt genießen. Muss man wirklich sagen. Geiles Ding. Das ist richtig hier, ja, ne? Ja, links lang. Ist so, ne? Also entweder mein Navi hat eine Macke oder Raphael. Ich tippe mal auf Zweiteres. Aber ich glaube, irgendwann wird es auch wieder besser.
Jetzt geht's ab in die Sandgrube. Ja, heute freust du dich drauf. Naja, mal sehen. Das war ein mieser Scheiß, Alter. Weil hier hatte ich ja dann auch schon die übelsten Krämpfe. Ja, da habe ich mir auch Sorgen um dich gemacht. Ja. Aber hier sind ja dann zum Glück noch durchgekommen. Auch dank zweier netter Kollegen, ja, die mit einer Elektrolyttablette ausgeholfen haben. Ja, auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Das fordert jetzt auch schon ein bisschen ab. Ja. Okay. Also letztes Jahr sind wir hier die Hälfte der Strecke mussten wir schieben wegen mir. Und hier jetzt bloß für ein paar Meter. Das ist schon nochmal ein Riesenunterschied, ja. Ich glaube auch, es sind doch gar nicht so wenig Leute hinter uns. So, hier ist jetzt tatsächlich auch mal eine Passage, wo ich mit meinen 650 Bs dann doch nicht weiterkomme. Ich glaube, da müsste ich schon einen Strandbuggy fahren. Es sind jetzt noch so 20 Kilometer, aber wenn das so bleibt, dann werden das auch 20 harte Kilometer. Passage eben, die hat gut Körner gekostet. Deshalb haben wir uns mal hier eben in den Schatten gestellt, kleine Pause gemacht, bisschen was gegessen, getrunken, damit es dann ein bisschen frischer weitergehen kann. Muss man ja dann doch immer darauf achten, nicht, dass man in den Hungerast reinkommt. Jupp. Ich habe auf der Strecke noch nach meinen Knochen ein bisschen Ausschau gehalten, die hier eigentlich irgendwo verscharrt liegen müssten. Vorhin, ja. Genau, letztes Jahr bin ich so hart hier abgekackt und ich konnte halt überhaupt gar nicht mehr. Ne? Wir sind hier das ganze Stück quasi zu Fuß gegangen. Und jetzt heizen wir hier verhältnismäßig geil eigentlich mit den Bikes durch. Ich denke, Kettensalat Edition Schlaubetal Drift. Ich glaube, jetzt sind wir aus dem gröbsten Sand raus. Der Lotti wechselt noch mal den GoPro-Akku. Der zieht heute richtig was durch, ey. Das ist der Heinz Sielmann des Gravels. Aus dem Sand sind wir raus. Aber beim letzten Mal waren hier noch mal schöne Hike-Your-Bike-Passagen drin. Ja, aber ich fand, also ich habe es als erholsam abgespeichert, muss ich sagen. So, warte mal, wir gucken mal, was haben wir denn an Kilometern jetzt noch vor uns? Mir sagt er 14. Ja. Wir haben uns ja verfahren. Ganz easy, ey. Das reiten wir locker auf einer Arschbacke ab. Das wird eine ganz schmeidige Angelegenheit. Okay. Meinetwegen. Das hätten die Biber aber auch mal vollständig abnagen können. Das stimmt. Aber ich glaube, hier wäre ich jetzt sowieso abgestiegen, weil hier
schlägt man, glaube ich, mit der Kurbel auf. Ja. Scheiße. Kacke, Mann, ey. Ich dachte, ich bin Fuchs. Ich muss nicht absteigen. Ja, Pustekuchen. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt hochkurbel. Mal gucken. Mal schauen. Wenn man nicht wegrutscht, geht's, ne? Scheiße, das Vorderrad hebt ab bei mir. Lotti! Ich geh aus dem Weg. Ja. Ah, Kacke. Das Ding in der Box, Alter. Gucke. Juhu! Yes. Yes, yes, yes. Mein schönes Ding. Sehr schöne Sache. Ja. Turn it up. Let's go. Let's go.